jetzt Remote Awareness Upgrade. Da können wir schon gleich nochmal nachcraften. So, 31, das reicht aus. Apropos, bevor wir das machen, müssen wir das noch so machen, dass wir... Okay, den haben wir schon. Dass wir das auch rausnehmen können. Jetzt ist die Frage, habe ich hier das richtig gemacht? Das haben wir hier nicht richtig gemacht, okay. Wir müssen die jetzt quasi alle noch einmal anklicken hier. Und dann können wir das können wir auch schon mit der Verkabelung von unten beginnen. Ich hoffe mal, Jetpack reicht jetzt hier dafür noch. Warte mal. Das war Insert Prio 1 Remote Awareness. Insert Prio 1. Ja, genau. Achso, auf der anderen Seite sind die, genau. Insert Prio 1 Remote Awareness. Insert Prio 1 Remote Awareness. Können wir jetzt kurz. Zusammenstöpseln hier. Dann müssen wir den Außenseiter hier noch kriegen. Insert das und Remote Awareness. Genau, da müssen wir bloß noch da hinten ran. Da müssen wir es irgendwie verkabeln. So. Das müssen wir hier dann by the way nochmal umlegen hier. Daran. Kurz mal die Kabel wieder setzen. So. Jetzt kommen wir da problemlos an. Gut. Insert Prio 1 Remote Awareness. Insert Prio 1 Remote Awareness. Können wir anschließen. Dann müssen wir den hier noch rankommen. Insert Prio 1 Remote Awareness. So. Zack, zack, zack. 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 So. Jetzt ist die Frage. Wir gehen schon ein Feuer runter. Eigentlich müssten wir. Genau, und bleiben bis hier oder so. So. Kabel sind manchmal ein bisschen langsam, kann das sein? Ein bisschen. So, okay. Da müssen wir hier noch überall. Danke für nichts. So, 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 so. So. So, so. Über alles noch reinmachen hier. Muss ein bisschen auf Jetpack achten jetzt, deswegen müssen wir uns beeilen ein bisschen. Zack, zack. Zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack.
zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Da haben wir noch, reicht noch. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, zack. Und zack, zack, zack. Puh. Okay. Die können wir einmal so nicht verbinden, bitte. So. Dann sie schon mal so verbunden. Und den werden wir einmal so verbinden. Da müssen wir jetzt irgendwo noch ein System rankriegen. Die System andere Seite quasi. Irgendwo mal eine Cage von irgendwo her. Und zwar noch schnell, bevor alles, alles. Hier ist eine Cage. Okay, pass mal auf, machen wir. Ich sehe schon lange nicht mehr durch. Was welches Kabel ist, by the way. Sind die Cages? Ja. Okay. Okay. Es ist alles angeschlossen. Die Farmen rasten jetzt aus. Okay, Dias haben wir. Hier dem Tin können wir nochmal nachhelfen ein bisschen. Habe ich das richtig ausgewählt? Falsches. Achso. Okay. Okay, Achtung, der ist voll. So. Okay, der ist voll. Der ist voll. Der war auch noch auf dieser Seite. Der war auch noch auf beiden Seiten. Gut, und der ist voll. Okay, Rubber muss dann zusehen, wie er fertig wird. Okay. Das war harter Tobak. Aber muss halt mal gemacht werden. Jetzt haben wir richtig viel Stuff und können nächstes Mal loslegen. Und ausrasten weiter. Dass wir dann hier alles richtig gut automatisieren können, die ganzen Frame einfach machen können. Und ja. Mal ganz kurz gucken. Wegen hier Signalum und so. Dieses Tinkers Alloy, das will ich nicht. Was war hier nochmal? Silber, Copper, Redstone ist dann auch in vollen Zügen da. Vielleicht noch ein bisschen nachmachen, das kann nicht schaden. Was haben wir hier? Das war Lumium, war ja das, was noch ein bisschen mangelhaft vorhanden war. Lumium reicht aus. Das war, glaube ich, nicht das Problem. Aber kann man zur Not auch nochmal anwerfen. Okay. Silber haben wir ja auf 34k, das ist ja nicht das Problem. Okay. Warte, das ist die Silberkiste hier. Und gibt jetzt hier mal ein bisschen Signal um. So. Kann ich schaden. Alles klar. Silber wird ja jetzt vor allem immer mehr.
Weil, warte mal, wir gucken mal ganz kurz, wie viel Silber jetzt wir in der kurzen Zeit schon zusammen haben. Weil diese, ich sag mal so, diese Menschen im Kopf haben ist fucking OP. Ist denn, bravo. 5. Seite 5 haben wir schon. Krass, oder? Sechs. Naja, gut. Das ist eine Zeitsache jetzt. Naja. Passt schon. Ich würde sagen. Ich weiß auch, glaube ich, warum da bloß 5 drin sind, weil wir ja gerade was rausgenommen haben. Ja, klar. Hm? Wir haben ja gerade vorzugsweise da rausgenommen. Das war ja auch jetzt richtig schlau von mir, jetzt da einen Vergleichswert zu nehmen. Alles klar. Gut, ich würde sagen, das war's für diese Aufnahme. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ich weiß, relativ unwahrscheinlich würde, dass genau an dieser Stelle ein Cut ist. Also genau von ein Cut ist. Wobei, man weiß es nicht. Aber ich halte es für relativ unwahrscheinlich. Deswegen sehen wir uns, denke ich, gleich wieder zum Minecraft Clouds Adventskalender. Moin Moin Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Minecraft Cloud Adventskalender. Ja, einen Tag später, wie eben gerade, so nach dem Motto, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass dabei diesem Cut Vollcut ist, deswegen eben gerade, ist jetzt einen Tag später. Wir haben letztem, also gestern quasi, ich sage letztes Mal, diese schönen Farmen hier gebaut. Und ja. Heute gucken wir uns jetzt mal an, was da so rausgekommen ist. Hier, Rubber. Easy. Easy 40.000 Rubber Bar. LOL. Dye ist noch nicht so weit, wie man sieht. Ich guck das gerade mal an hier. Achso, Cyan Dye hat er jetzt hier. Cactus Green hat er schon ordentlich. Rose Red hat er noch nicht, er hat aber auch schon Purple Dye. Da ist er wohl auch noch nicht weiter. Und die anderen hat er noch gar nicht. Oh. Orange Dye. Pass mal auf. Das jetzt mal folgendermaßen. Wir sollen mal hier ein bisschen was reinhauen. Dann sollen wir mal Orange machen, weil Orange brauchen wir, glaube ich, ein bisschen. Deswegen. So. Okay. Wir gucken uns mal die Mana-Pools an. Die sind nicht ganz voll. So, das, was ich jetzt hier auf den ersten Blick sehe. Die sind hier jedenfalls voll. Und die sind etwas über die Hälfte, aber dafür ist es trotzdem eine gute Menge. Ja. Akzeptieren wir. Das Ding ist aus einem Grund. Okay. Warum auch immer, dann lassen wir es auch aus. Finde ich jetzt nicht tragisch, ehrlich gesagt. Na gut. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal mit dem an, was wir gestern nicht gemacht haben. Und zwar... Mana Risierung Gen XD. Ja. Genau. Da legen wir jetzt auch los. Da brauchen wir dann ganz viele Iron Blocks jetzt. Iron. Ah ja, hier. Genau. So, zack. Machen wir ganz viel. Dann gucken wir, wie weit wir kommen. Ich meine, irgendwo muss das Eisen ja auch hin. Also wird es benutzt. So. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Wie gesagt. So. Los geht's. Okay. Okay.
Okay, und so, da sieht man mal, wie viel Mana wir tatsächlich haben. Aber jetzt sind die auch alle leer. Jetzt sind die auch alle leer hier. Wir haben immer noch einen vollen Mana-Pool hier. Das ist schon ein geiles System, muss man mal so sagen. Gut. Die können wir jetzt ja mal allesamt abgeben im Quest-System. Quests, Challenges, Botania. 4005. So. Weiter geht's. 5541. Und nochmal. Dann sollten wir jetzt auf 7200 kommen. Okay, also sprich. Warte mal. Ich muss mich kurz am Kopf kratzen. Das juckt ganz kurz. I'm sorry, but so it is. Sprich, morgen sollten wir mal das Spiel fertig haben. Also sprich, zur nächsten Aufnahme. Beziehungsweise, nee, wir haben ja noch ein paar Mana. Hä? Ich habe aber gar nicht mehr aufgebraucht, was das Mana. Ist ja nur auch Quatsch. Nee, warte mal. Miko hängt irgendwie ein bisschen hoch. Ich richte das mal ganz kurz bis nach unten. Das könnte man kurz hören. So, genau. So. Bisschen was können wir ja noch machen. Drei, vier. Mal gucken, jetzt schauen wir 5 Stacks an. Wären wir fertig, nämlich. Das wäre ganz nice eigentlich. Wobei ich das irgendwie nicht sehe, dass wir 5 Stacks schaffen. Das ist irgendwie, glaube ich, bis zu viel. Aber versuchen kann man es ja mal. Okay, der ist leer. Ja, schaffen wir nicht, aber. Die Frage ist mal, wie viel schafft man da doch noch, aber. Sieht irgendwie nicht so gut aus. So, genau. Und Elfenportal machen wir auch noch leer. Mein, why not? Ich glaube, wenn wir gleich Technik machen, dann nutzen wir das sowieso nicht. Deswegen. Okay, wir haben alles Mana aufgebraucht hier. Aber sowas von. Gut. Können wir jetzt nochmal so verarbeiten hier. Wir sind schon bei 8700. Ich weiß nicht, entweder wir schaffen es jetzt ganz knapp nicht oder... Ah, wir schaffen es ganz knapp nicht, okay. Also morgen machen wir auf jeden Fall Manas fertig. Das hat auf jeden Fall schon mal reingehauen. Und dann kommt auch schon Elementium. Elementium ist aber auch mal aufwendig. Das muss man dazu sagen. Oh. No guest dort. Das ist nicht gut. Mein Jetpack ist alle. Das ist echt scheiße. Ich glaube, wir müssen das mal laden. Ein bisschen. Wäre ganz gut. So. Okay. Ja, können wir das drin lassen. Alles klar. Gut. Das Mana wird jetzt wieder regeneriert sozusagen. Da können wir uns dann auch nächste Mal dann auch bestimmt schon mit Elementium anfangen. Dass wir da die 1000 Ingots zumindest hinkriegen. Das ist ja nochmal ein bisschen härter, weil 2 Mana-Seed-Blöcke ist gleich ein Elementium-Ingot. Ja, ist so. Braucht ihr mich gar nicht so dumm anzugucken. Es ist so. Deswegen, da werden wir aber auch noch lange dran sitzen. Dafür sind es aber auch 1000. Och Leute, ach nee. Als wenn hier schon wieder ein Creeper explodiert ist. Alter. Ey. Ist ja gerade ernsthaft ein Creeper explodiert?
Ist hier gerade ernsthaft gerade ein Creeper explodiert? Oh nö. Warte mal, kann gleich weiterladen. Ja, hier. Wah. Oh klar. Oh nö. Alter, ganz ehrlich. Es macht doch keinen Spaß, wenn die Moffa die ganze Zeit immer hochjagen hier. Wenn man das immer zuflicken muss hier alles. Das sieht auch by the way nicht schön aus. So. Und unten müssen wir auch ein bisschen. Ach Mann. Noch irgendwo Löcher. Zufällig. Jetzt sind wir gerade hier, jetzt können wir es mal nachforschen. Hier ist ein Loch, aber ich glaube, das soll sein hier. Der Rest ist alles okay. Na dann. Au. So. Okay. Was haben wir denn heute vor? Ich wollte mal heute bei den Challenge Quests heute mal Mechanismen jetzt endgültig mal vorknüpfen. Und das alles automatisieren heute. Ich weiß nicht, vielleicht schaffen wir noch ein bisschen Industrial Craft. Vielleicht die MFS-Us, ich weiß es nicht, aber. Ja, hänge ich noch so ein bisschen außen vor. Auf jeden Fall Mechanismen habe ich heute vor. Und da gucken wir jetzt nach. Dass wir das schon mal machen. Vielleicht können wir schon mal die Plattform für Industrial Craft bauen, aber ich denke mal, weiter werde ich heute nicht gehen. Reicht aus. Erstmal. Gut. Gut. Triple Compressed Cobblestone kommt nicht mehr hinterher. Da haben wir ja ordentlich abgenommen hier auf jeden Fall. Der hier ist dabei. Der ist dabei. Der macht. Aber es ist halt auch so. Triple Compressed Cobblestone ist harter Torbuck. Mhm. Okay. Ist halt so. Gut. Da wollen wir mal gucken. Ja, das sind ganzen Ultimate Dinge. Und die wollen wir jetzt begucken hier. Ultimate. Jetzt haben wir kurz einen Mechanism-Lag. Den warten wir kurz ab. So ist das. Okay. Ultimate Energy Cube. Ja, das ist harter Torbuck hier auf jeden Fall. Energy Tablet. Elite und Atomic Alloy. Ich glaube, hier müssen wir ganz viel automatisieren. Das muss auch alles automatisiert werden, sonst können wir gar keine 1000 Stück craften. Da habe ich persönlich keinen Bock drauf, muss ich jetzt mal sagen. Deswegen automatisieren, glaube ich, safe schneller. Elite. Nochmal Energy Tablets. Also ich sehe schon mal auf Anhieb, wir können Energy Tablets automatisch craften. Wir brauchen Enriched Alloy. Wollen wir damit mal anfangen, dass wir das jetzt alles Stück für Stück automatisieren, erstmal die ganzen Einzelteile und dann mit Hilfe der Einzelteile dann versuchen, das dann hochzucraften? Ich glaube, das wäre eine kluge Idee. Ja. Ich denke mal, damit fangen wir mal an. Können wir mal gucken, was braucht man so für Einzelteile. Das haben wir ja roh da. Enriched Alloy wäre so eine Sache. So. Dias haben wir ja auch roh da. Atomic Alloy bräuchten wir auf jeden Fall. Gut, Refined Obsidas, das gehört ein bisschen dazu. Aber auf jeden Fall Reinforced Alloy. Das ist am Ende auch Enriched Alloy. Man könnte aus dem Enriched Alloy, wie gesagt, mit Hilfe vom Diamond Dust dann halt Reinforced Alloy machen. Und das dann am Ende auch schon hochcraften zu Atomic Alloy. Das wären schon drei Sachen, die man auf jeden Fall schon mal vorautomatisieren kann. Jetzt gucken wir mal hier. Hier kommt jetzt nicht wesentlich mehr dazu. Hier kommt auch nicht mehr dazu. Ja. Ah, warte mal.
Machine Frames brauchen wir. Siehst du? Machine Frames, ihr wart ja ein Problemkind an der Stelle. Ihr wart fertig, ja genau. Tingier brauchen wir 4000 und wir brauchen nur 4000 Let Gear. Ja. Wir brauchen keine 10 Stacks mehr an Tin Gears. Ich mach mal erstmal 9 Stacks und dann sehen wir mal, wie weit das reicht. Von den Tin Gears. Ah, dann können wir das schon mal machen. 1. 2, wir haben ja 12k jetzt. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9. Da gucken wir mal, wie das reicht. So. 9 Stück brauchen wir noch. Na gut, das kriegen wir hin. Und hier sind es auf jeden Fall. Da können wir. Da würde ich 19 Stacks erstmal nehmen. 18 Stacks. Wir nehmen mal 18 Stacks und hiervon nochmal 9 Stück. Das kriegen wir hin. Das ist ja mittlerweile auch Magical Crops automatisiert. Das sollte auch, denke ich, kein Problem darstellen. 9 Stück. Easy. Und dann kommt LED. Was? Wir haben da nur 10k. Okay. Aber ich glaube, das ist so wild. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ganz ehrlich, Magical Crops Automatisierung ist der Hammer. So, erstmal hier. Okay, hier brauchen wir noch 13, das können wir hinkriegen. Und hier haben wir 4000. Gut, dann machen wir noch 13 LED Gears und dann haben wir auf jeden Fall da alles da. Das ist schön. Das war ja, wie gesagt, in der Sache, dass wir das überhaupt automatisiert haben. War das echt nicht mehr geil. Wir haben die Hälfte des Dings einfach mal verbraucht dafür. Da soll mir mal einer sagen, wir brauchen das nicht. Wir brauchen es. Aber wirklich. Deswegen. Nutzen wir das auch. So. Theoretisch ist alles da. Das bedeutet, wir könnten es extracten. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Nicht, dass es alles in irgendeine Kiste hier einsortiert wird. Das ist ganz schön das Kabelwirrwarr hier. Hier wird nur inserted. Gut. Die Kisten sind weitestgehend leer. Na dann. Ich mach mal eins kurz so. Always active. Always active. Always active. Always active. Kommt alles rein. Kommt mir jetzt auf, dass man Harden machen könnte. Gar nicht. Okay. Also Basic. Könnten wir jetzt offiziell anfangen? Der Rest ist alles da. Da würde ich mal sagen. Los geht's. Die Laser blauen los. Okay, der kriegt das schon mal nicht hin, das alles am Stück zu machen. Aber guck mal, wie schnell das halt auch hochgeht hier. Die Laser sind okay. Weil, guck mal, der kriegt die Ressourcen da gar nicht alles schnell genug zusammen.
Aber naja. Ich hoffe mal, der hängt sich halt nicht auf, aber... Wird er schon nicht. Das Problem ist, er macht Alu hier im Vierertakt. Aber ganz ehrlich, das ist okay. In einer halben Stunde ist das durch. Aber sieht auch lustig aus. Ja. Es wird so hingelasert. Okay. Alles klar. Gut. Dann kümmern wir uns jetzt darum, dass wir die Teile schon mal automatisieren. Altitimate habe ich jetzt geschrieben. Das war nicht so schlau. Ja. Energy Tablet können wir auf jeden Fall machen. Brauchen wir das ja auch. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal um die ganzen Alloys. So, Atomic Alloy, Reinforced Alloy und Enriched Alloy. Können wir schon mal loslegen. Da brauchen wir jetzt 3 Metallurgic Infuser. Beziehungsweise muss ich jetzt ganz kurz mal gucken, Reinforced Dings. Müssen wir auch wieder mit Dia machen. Sehe ich gerade. Schön, wie das ein bisschen ruckelt hier. Das liebe ich immer total. Und zwar Obsidust. Also brauchen wir 4 Metallurgic Infuser. Metallurgic Infuser. So. 1, 2. Man kann die stacken. 1, 2, 3, 4. Gut. Dann brauchen wir irgendwie Obsidust. Jetzt gucken wir mal, wie man Obsidust so kriegt. Obsidian. Okay, das ist Crafting. Da wären wir, glaube ich, nicht schlauer. Was ist das denn? Red Unstable Cube. Okay. Macerator wäre eine Option. Das wollen wir nicht. Enrichment Chamber könnte man nehmen. Segmel. Segmel wäre sogar das Beste an der Stelle. Okay. Also ist auf jeden Fall sehr... Würde ich sagen, immer eine Segmel. Um das Obsidian klein zu kriegen. Eine Segmel. Segmel, Segmel, Segmel. Ist so simpel, dieses Ding. Lull. Zack. Und Pisten noch. Ich habe keinen Stil, kann das sein? Nein, ich habe keinen Stil. Leck mich. Und ich habe bloß Vorstufe davon. Ach Leute. Eins sieht das reicht aus erstmal. So. Nochmal. Sack Mill. Pist. Oh, die Sack. Da ist er. Gut. Um das Obsidian klein zu kriegen. War jetzt die Notlösung. Gut. Dann brauchen wir Item Cable. Eigentlich sogar noch ein paar mehr. Item Conduct. Wären eigentlich noch mehr, gell? Jetzt ist die Frage, an was. An was hapert's? Es ist, glaube ich, der Conduct Binder. Bei der Composite fehlt auch. Können wir auch nichts mehr machen. Ich glaube, es mangelt an Clay. Bäh. Ja. Ja. Ich glaube. Ich glaube, dass ich nichts glaube, weil wir kein Dust im Überfluss haben.
da kommen wir schon mal nicht weit. Lull. Sand. Dann machen wir mal da aus das. Nehmen wir einen Hammer ganz kurz. Die guten alten Zeiten. So. Und da dürfen wir jetzt Scheiß mitmachen. Ja, dürfen wir jetzt einmal alles umwandeln. Das ist ja mal das Nervige an gewissen Clan. Aber es ist zumindest schon mal gut, dass man das Wasser nicht mal manuell reinfüllen muss. Das macht es schon erheblich einfacher. Genau. Und es geht ja auch halbwegs schnell. 10 Minuten dauert das, dass man einfach mal daneben steht und nichts tut eigentlich. Eigentlich Rechtsklick gedrückt hält und einfach nur noch macht. Ich sag mal, Wassereimer wäre schon anstrengend auf jeden Fall. So, genau. Den Clay müssen wir jetzt irgendwie dann zu kleinen Clay kriegen. Ich denke mal, das Simpelste wird nach wie vor sein, das so umzubauen. Enrichment Chamber. Höh! Haben wir ja kein Speed Upgrade. Gib mal kurz her. Nee, doch, ist drin, ne? Aber man kann trotzdem noch was drin tun. Ah, ich habe nur zur Hälfte voll gemacht hier. Ich war damals sparsam. Mag man sich gar nicht vorstellen, dass ich war sparsam, tatsächlich. So, das können wir wieder hier reinmachen. Und dann machen wir Autosort und dann... Ja! Damit kann ich doch schon mal leben. Das ist doch schon mal was Angenehmes hier. So lässt es sich leben. So. Mal so. Da machen wir kurz den ganzen Conduct Binder. Nicht Binder Composite, sondern. Nee, doch Binder Composite. Ja, wird auch so Conduct Binder genannt. Binder Composite. Machen wir 8 Stacks. I know, that is übertrieben. But it funkt. Gut. Er hat ja gerade die Upgrades rein. Das passt schon irgendwie. So. Und dann machen wir das Zeug jetzt. Und dann können wir Item Conduct machen. So, jetzt haben wir wieder welche. Energy gucken wir auch gleich mal noch nach. Das brauchen wir natürlich auch. 54, komm, wir machen was nach. Energy Conduct.
soll jetzt nicht das Main-Problem sein, deswegen. So, genau. Rauchen war aber jetzt nicht alles. Würde ich sagen, das hau ich raus und das hau ich auch raus. Erst einmal. Genau. So. Und dann bauen wir das erstmal. So, das werden wir natürlich hier schön hier aufbauen alles. Brauchen jetzt erst einmal das hier. Ich muss kurz niesen. Kleiner Moment. Ich bin froh, dass ich mich stumm geschaltet habe. Das war auf jeden Fall nötig. Da fällt mir ein, das könnte man theoretisch auch wieder schön machen. Das war sagen, wir machen eine Cage fertig. Oder soll das in eine Cage hauen? Überschuss, logischerweise. Oder allgemein. Ich nehme aber nur eine normale Cage, weil davon brauchen wir keine 40.000 anfarmen lassen. Und dann könnten wir die auf jeden Fall so machen. Jetzt, man könnte es ja, wie gesagt, auch so machen, dass, dass wir auch einfach nur aus der Cage auch rausnehmen, wenn wir was brauchen. Genau. Aber er soll erst die hohen Sachen craften. Ist ja alles in Ordnung. Gut, hier haben wir Redstone. Und irgendwo haben wir dann noch Eisen. Also, ja stimmt, das können wir auch so machen. Hast recht, das können wir auch simpel. Ich mach's trotzdem so. So, da machen wir oben ein Input. So, dann machen wir einen Output. Das ist die Frage. Wir müssen das natürlich jetzt irgendwie verbauen. Ja. Alles muss man irgendwie mit dem Output versehen. So, Redstone haben wir. Wo haben wir denn Eisen? Ja, war Eisen. Gut, dann machen wir das auch so, dass wir sagen, wir hauen hier hinten Infuse ran. Disablen das aber. Das hätten wir lassen können. Ich wollte das nur so, genau. Das disablen war logischerweise auch. Und eigentlich müssten wir hier das so machen. Und in der S disablen war das so. Dann kommt hier das raus. Hier das raus. Hier insert. Hier insert. Und dann sehen wir, dass es nicht funktioniert. Ja. Ich glaube, ich weiß auch warum, weil ich die vertauscht habe. Infuse. Ja, das funktioniert schon besser. Und hier Input. Ja, das ist schon gut. So, der hat jetzt irgendwie noch irgendwo Restenergie her. Ja. Das passt schon. Enriched Alloy. Macht der fertig. Dann machen wir einfach rechts und vorne zwei Outputs. So, das Kabel trennen wir. Extract, Insert und dann kommt das Zeug hier auch schon an. Genau. Jetzt ist das hier fest drin. So, die produzieren wir sozusagen dann automatisch.
Würde jetzt weitergehen, wenn wir Strom hätten. Mache ich aber zum Schluss. Weiter geht's. Jetzt brauchen wir Reinforced Alloy. Aber Reinforced gibt so vieles. Oh Gott, ey. Das jetzt irgendwo zu finden. Hier ist Mechanism. Hier, Reinforced Alloy. Da ist es. Das machen wir aus Enriched Alloy. Diamond Dust. Das ist die Frage. Haben wir irgendwas Mechanismensiges? Crusher brauchen wir dafür. Gut. Dann machen wir das. Natürlich ist halt alles ein bisschen doof, aber was willst du machen? So. Würde ich das Kabel mal hoch machen? Ja, wir müssen halt irgendwie mit dem Strom daran kommen. Wie machen wir das jetzt am besten? Wollen wir hier so einen Crusher hinbauen? Können wir machen. Dann tun wir das nämlich. Oder irgendwo anders. Wir können das natürlich auch ein bisschen großzügiger bauen. Crusher. Wir haben sogar noch einen übrigen Crusher. Das ist ganz gut. Dann nehmen wir den auch am besten gleich. Dann bauen wir den vielleicht. Aber so viel Platz haben wir halt nicht. Das ist das Problem. Wir bauen mal platzsparend. Okay? Ein kleines bisschen. Hat er noch Strom über? Hat er noch. Sehr gut. Dann kriegt er einfach oben einen Input. Das mal lassen wir sein. Und vorne ein Output. Ich weiß gar nicht, ich muss auch noch hier Energie einstellen. Unten kriegen die immer Energie. Der ist ja schon eingestellt, der ist noch nicht eingestellt. Unten gibt es immer Energie. So. Dann machen wir das so. Und so. Den können wir erstmal sein lassen. So, genau. Dann machen wir Extract Insert. Und erstellt Diamond Dust her. Den wir nun hier einmal disablen. Extracten. Inserten. Dann kriegt er jetzt von links den Infuse. Da sitzt 10 Diamond drin, das ist ganz gut. Der würde natürlich jetzt weitermachen, wenn wir Saft hätten. Machen wir später. Und von hinten kriegt der einen Input. Dann kriegt der rechts einen Output und vorne einen Output. Dann bauen wir nämlich jetzt hier wieder die Cage hin. Extract. Insert. Und hier machen wir noch Insert. Extract. So. Nehmen wir jetzt mal. Und dann darf er mal ein so Ding herstellen. So. Genau. Und dann brauchen wir das gleiche noch für Reinforced Alloy. Ach, nicht Reinforced. Atomic Alloy heißt das ja. Atomic Alloy. Da müssen wir die dann wieder weiter craften. Und zwar mit Refined Obsidian Dust. Brauchen wir auch wieder für den Metallurgic Infuser und dann das Segment. Habe ich mir so überlegt. Ja. Machen wir hier eine Segmill hin. Und einen Metallurgic Infuser. Die Kabel, die können wir ja dann auch noch wieder oben machen. Also es wird hier im Kabel gewuselt wie sonst was. Also wie immer. Kennt er ja von mir.
dass das Elben war. Ja, das müssen wir irgendwie hinkriegen, dass wir das dann schön bauen hier. So, das wird ausgemacht. Das wird ausgemacht. Extract. Insert. Hier stellen wir jetzt ein, der so oben in. Put in. Und da machen wir hier einen Output. Logischerweise. Nee, nicht Extract. Nein. Disable. Extract. Insert. Also der Output soll dann hier reinkommen. Dann brauchen wir natürlich die Dias wieder. Ist natürlich, das haben wir jetzt scheiße gebaut hier. Ich sehe. So, das machen wir einfach so. Dann kommt hier oben der Infuse rein. So. Machen wir so. So, und da kommt ja dann noch der andere Metallurgic Infuser rein. Erstmal gucken wir den hier an. Der soll unten wie immer Energie kriegen. Hinten soll der Input kommen. Links bleibt frei. Rechts kommt der Output hin und oben kommt Infuse ran. So. Das ist fertig. Dann kriegt der noch Input. Da kommt hier quasi auch das Dia ran. Disable, das wollen wir nicht. Und der hier soll jetzt hier extracten den Output. Das soll hier dann der Infuse werden. Also vorne Infuse da, unten kriegt er wie immer Energie. So, dann kriegt er hinten seinen Input und rechts einen Output. Und dann kommt hier wieder eine Cage hin. Extract. Insert. Easy. So. Ich will mal ganz kurz mal was gucken, wo ich gerade die Glass Cage sehe, wie weit das jetzt schon nachproduziert ist alles. Wir haben da eine neue Cage reingepackt. Hier, guck mal, wir haben schon wieder eine neue volle Cage mit 40.000 Glas. Also, wenn das alle werden würde, können wir wieder umtauschen. Das passt schon. Und dann müssen wir hier nicht noch eine Glasproduktion machen, das wäre zu aufwendig gewesen. Hoffe, ihr versteht das. Von vor ein paar Folgen noch. So. Genau, der Output kommt dann hier hin. Das passt. So. By the way. Extract. Insert. Disabled. Dann haben wir hier schon eine gute Produktion. Ich würde sagen, das verkabeln wir jetzt erstmal. Aber ohne Verkabelung wird das nichts. Ist ja immer im Wechsel hier. Ist auch interessant. Es ist ein interessanter Aufbau. Hier ist nichts mehr. Gut. Das sind alle Maschinen. Dann brauchen wir jetzt die Energy Cable, die aus irgendeinem Grund nicht mehr in meinem Inventar ist. Dann habe ich sie wohl rausgepackt. Das war natürlich jetzt sehr schlau dann von mir. Einmal schön durch die Wand geportet, das war auch geil. Energy. Hey! Ach, jetzt sind sie dann doch wieder drin, oder was? Ach so, jetzt sind sie doch wieder drin. Warum waren sie eben gerade nicht drin? Warum waren die eben gerade nicht da? Das finde ich ja richtig geil, wenn die dann mit einmal wieder drinne sind. Das liebe ich ja so richtig. Alter Schwede. Das liebe ich ja so richtig.
So. Ja. Genau. Wir können auch gleich noch die Chests hier noch mit den Kopffarmen hier verbinden. Da wir die ja brauchen. Aber wir haben Dias automatisiert, wir haben Gold automatisiert, Redstone haben wir nicht, Eisen haben wir nicht gemacht. Osmium war nicht nötig, Kohle waren gut. Also die zwei, die können wir dann noch hier irgendwie noch mit verbinden, dass die ein bisschen besser befüllt werden. Weil wenn wir schon haben, dann können wir es auch nutzen. Oder? Der Meinung bin ich aber auch. So. So, ich guck dann gleich nochmal, wie wir das ein bisschen einsparen können hier, die Kabel. So, so kann man die ein bisschen einsparen. Das passt. Gut. Dann legen wir hier einmal rum. Oder rüber, besser gesagt. Hier ist ein Dings. Lull. Und da kriegen die Strom. Der macht sein Zeug hier hoch. Der kriegt Enriched Alloy. Ich weiß ja nicht, wie weit er das jetzt bevorzugt. Der bevorzugt erstmal das hier. Okay. Der kriegt kein Dia gerade. Oh. I see. Der ist zu langsam hier. War ein Speed-Upgrade schlimm? Sag mal kurz. Speed, 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 Speed. Wo sind sie hier? War nicht schlimm? Glas, Osmium, das Enriched Alloy. Hehe. Stimme für die Cage her. Danke. Ja, gut. Dann würde ich mal ganz kurz sagen, solange das gerade hergestellt wird, halten wir kurz mal die Finger still. Und ich würde sagen, dass wir uns das Gold mal absnacken hier. Das sind die Dias. Die mal so befüllen. Die Frage ist jetzt nur, wie befüllen wir das? Können das ja dann eigentlich theoretisch getrost mit diesem Kabel hier verbinden. Wo der Input ja kommt. Das bedeutet, wir müssen dann einmal so. Müssen wir hier einmal durch und dann feststellen, dass das nicht so gut funktioniert. So, wobei könnte sogar klappen. Huch. Dass wir einmal extracten. Oh, das ist richtig schlau hier. Mal hier ruf. So, so. Das ist ja schon das Kabel hier. Sollte das eigentlich so funktionieren? Hier müssen wir das natürlich auch noch einmal ganz kurz so machen, sonst gibt es vielleicht Probleme. Oder hat es vielleicht schon Probleme gegeben, wer weiß. Jetzt haben wir da ein Energiekabel drin, das ist auch richtig schlau. Connector, danke. Machen wir mal Extract. Und dann werden die Dias einfach mal mehr. Die Cage leert sich ein bisschen. Das heißt, wir haben es schon mal richtig gemacht. Dias füllen sich. Gekonnt. So. Das war jetzt in der Sache. Und dann, hier ist es sehr laut, müssen wir Ähnliches nochmal für Gold machen. Ich sage mal einfach so. Ziehen wir uns hier mal den Dings ab. Und ab nach drüben, oder wie? Ja. Können wir getrost mit dem Kabel verbinden.
ohne dass es irgendwie Probleme gibt. Das können wir ja einfach ganz einfach so machen und dann so. Machen wir Extract. Und dann fertigen wir das auch. Richtig.